So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück bei Sly. Und ja, jetzt ist der Flaschensammelpart angesagt. Und was man da sehr, oder was da sehr zu empfehlen wäre, ist auf jeden Fall die Musik auszustellen. Ihr werdet auch schnell sehen, warum das der Fall ist. Wir nehmen natürlich Sly, weil ich denke mal, mit dem ist am einfachsten. Oh, hey, Claudio. Ich bin gerade in einer Aufnahme. ich hab Vietnam-Flashbacks. Was? Ich bin wohle da. Kann Claudio mich nicht hören? Moment. Was hat Discord denn wieder für Strokes hier? Nein. Hallo? Oh, shit. Moment, es geht sofort weiter hier. Ich weiß auch nicht. Hallo? Hallo? Ah. Ich war die ganze Zeit da, nur irgendwie hat Discord mein Mikro umgestellt. Yo, hi. Was für eine Sprachnachricht? Ich habe keine Sprachnachricht gekriegt. Ach so. Gott, ah, du bist noch am Telefonieren. Hä? Ach so, ja, ich habe sie ein bisschen gehört. Aber das gefunden hast, scheint eine Art Hinweis zu sein. Ich entziffere sie hier im Unterschlupf. Versuch inzwischen weitere Hinweise zu finden. Je mehr ich habe, desto einfacher ist der Code zu knacken. Ja, ich bin gerade am Aufnehmen. Ich hatte nur gerade einen kleinen Dialog im Spiel, deswegen habe ich nichts gesagt. Ja, ich sammle hier gerade noch die 30 Flaschen ein. Und dann können wir irgendwas tun, aber ich nehme Slide 2 auf. Das ist sehr lustig, das habe ich schon am Anfang gesagt. Weil beim letzten Mal kamst du rein, da hatte ich gerade mit Sly 1 angefangen und jetzt habe ich gerade so quasi so mit Sly 2 angefangen. Und ja, jetzt bist du wieder quasi am Anfang des Let's Plays dabei. Finde ich lustig. Ja, das ist wirklich fantastisch. Und ja, du kommst eh gerade gelegen, weil dieser Flaschensammelpart, das ist quasi ein Part, der mit dem eigentlichen Spiel nichts zu tun hat. Und ich sammle hier so versteckte Flaschen, die auf der Spielwelt verstreut sind. Weil wenn man 30 Stück von denen gesammelt hat, dann kann man so einen Tresor öffnen und da ist dann ein cooles Item drin. Und ja, deswegen mache ich hier im Prinzip gerade nichts außer rumzulaufen und nach diesen Flaschen zu suchen. Das ist immer so der perfekte Moment, um einfach über alles Mögliche zu reden. Und yeah. Genau. Ja. Hat sich das so runtergezogen? Na, wenn du hast ja vorhin gesagt, du hast um 14 Uhr angefangen, also ja. Das ist ziemlich lang. Und wie weit bist du, würdest du sagen? Oder ist das quasi eine Art Lernen nur gewesen? Wir befinden uns jetzt zum jetzigen Zeitpunkt gerade in der Hardcore-Quarantäne oder wie auch immer.
Also du hattest quasi gar keinen Kontext, du musstest dir das Thema komplett neu beibringen, oder was? Sind die von der Uni bereitgestellt worden, oder was? Also er hat's... Ah. Das ist okay. Ja, ich meine, wenn er das alles... Ich meine, dann bleibt es ja auch für die Zukunft erhalten, wenn er sich quasi vor eine Webcam setzt und das dann... Oder... Ich weiß ja nicht, wie man das am besten macht. Oder er sich vor so ein... Ah, okay. Ja. Ich kann das nachvollziehen. Ich meine, wenn man sowas dann direkt erklärt bekommt in einem Hörsaal oder so, ist natürlich nochmal was anderes. Aber man muss ja mit den Umständen leben, die man gegeben bekommt. Also ich, sorry, aber man kann sich doch mal am Tag irgendwie eine halbe Stunde Zeit nehmen und so ein Video machen. Oder ist das vom Zeitmanagement her so, dass man sich schon mehrere Videos pro Tag geben muss, um das überhaupt zu schaffen? Ach, schade. Das ist natürlich doof. Ich hätte jetzt, also wenn man jetzt so einen Zeitraum gehabt hätte, dass man gesagt hätte, hier ein halbes Jahr für... Was weiß ich, so und so viel Unterrichtsstoff oder wie auch immer. Das bedeutet, dass es auch nur für einen bestimmten Zeitraum verfügbar noch zusätzlich dazu. Oha, okay. Aber wenn das... Okay. Ja, okay, also... Ja. Ich kann es jetzt nachvollziehen, so langsam die Probleme. Ja gut, das muss ja auch mal sein, ja. Das ist wirklich heftig. Das wäre ja quasi fast mehr, als du in der Uni gesessen hättest. Oh nein, 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 nein. Oh nee, wo kommt ihr denn alle her hier? ich bin gerade hier entdeckt worden, warum auch immer, ich weiß nicht woher. Und jetzt muss ich hier mit den... Nein, nicht auf die Art entdeckt, auf die unangenehme Art und Weise entdeckt.
Nein, nein. Also ich weiß nicht, ob du mit der Sly-Serie betraut bist oder vertraut bist. Ein Dieb, ein Meisterdieb und Furry, weil er ein Waschbär ist. Das eine interessante Herleitung. Deswegen ist er gleichzeitig ein Furry. Das muss es sein. Ich kann einfach nicht an diesen Gegnern vorbei, die dieses glitzernde Ding in den Taschen haben. Ich will sie beklauen. Ich will ihnen all ihr Geld nehmen. Nein, nein, no! Aber wenn ein Gegner in der Nähe ist, der den Sound hört, wenn ich den ausschalte, dann rennt der dahin. So, übrigens für den, der sich gerade fragt, was ich hier gemacht habe, warum ich zurück zum Hauptquartier gerannt bin. Ich habe einen Gegenstand geklaut. Diese Gegenstände, die erscheinen nur ein einziges Mal, also beziehungsweise sie erscheinen nur an festen Plätzen auf der Map. Und wenn man die eben bis heil ins Hauptquartier bringt, wobei das ist, glaube ich, beim letzten Mal schon erklärt worden, dann kriegt man dafür eine Menge Kohle. Und ja, genau so einen Gegenstand habe ich mir jetzt halt schnabuliert. Schnabulieren ist auch so ein Wort. Ich weiß gar nicht, woher ich das habe. Das kann gut sein. Dann haben wir es ihm wegschnabuliert. Ist das nur auf Essen bezogen, das Wort, oder kann man das auch auf... Oh ja, okay. Dann war meine Wortwahl auf jeden Fall falsch, weil ich es quasi für den Diebstahl verwendet habe. Ja, Mann, ich habe die Flasche gegessen. Scheiße, hier unten wollte ich nicht landen. Immer wenn ich unten auf den Straßen, auf den Streets, dann habe ich Angst, dass die großen bösen Männer da sind. Die sind nämlich nachts immer unterwegs. Ja, ne, da krieg ich. Verdammt nochmal. Okay, ich sammle jetzt erstmal hier die Flasche ein. Noch 9 Flaschen fehlen mir tatsächlich. Dann habe ich alles. Ist nicht mehr viel. Ich glaube, das geht fast schnell. Wobei, nee, es geht nicht schneller als beim letzten Mal. Aber beim letzten Mal habe ich nämlich nicht nebenbei noch diesen einen Diebstahl gemacht. Eigentlich sollte dieser Teil hier auch wirklich nur, ich mache quasi einen extra Aufnahmeteil, nur wo ich das hier mache, damit man das auch skippen kann, wenn man das nicht sehen will. Und ansonsten, was stellst du gerade so in deiner Freizeit an? In der vielen Freizeit, die dir gegeben wird. Du meinst, seit dem ganzen Kram hast du sogar weniger Freizeit. Das ist interessant. Oh. Irgendwann im Mai hast du gesagt. Oh. Jetzt müssen wir die Gegner hier auf dem Platz ausschalten. Ja, irgendwo hier müssen jetzt die letzten Flaschen sein, eigentlich. Weil hier ist der Teil, wo ich jetzt noch nicht war. Ich gehe die Map immer so ein bisschen systematisch ab. Meistens reicht das, um die Flaschen alle aufzuspüren. Gerade weil man ja auch, wenn die Musik aus ist, die Flaschen besser hören kann. Ich weiß gar nicht, ob ich das am Anfang erklärt habe, weil ich bin ja unterbrochen worden, quasi als du reinkamst. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich das erklärt habe, warum ich die Musik ausgestellt habe während der Zeit, wo ich das hier mache.
Ja, es ist ganz einfach so, dass diese Flaschen, die klimpern ja so ein bisschen. Und wenn die Musik aus ist, hört man das so viel besser, als wenn sie an wäre. Ich höre auf jeden Fall noch eine Menge Flaschen klimpern und uns fehlen nur noch vier. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. So, ist hier oben auch noch irgendwas? Hoppala. Nee. Da wir hier die HD Collection spielen, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass wir die Flaschen aus einer etwas weiteren Entfernung sehen können. Und somit auch mal auf einen Aussichtspunkt oder sowas steigen können. Oder auf einen höheren Punkt. Von da aus die Flaschen entdecken können. Aber ich höre doch hier was klimpern. Ich höre doch einen Sound aus dem Forest. Da. Gut. Was fies ist, manchmal hören die Gegner auch dieses, wenn man die Flaschen einsammelt, gibt das so ein Klirren. Das hören die Gegner tatsächlich auch. Okay. Wo ist hier? Hier ist, ach, da ist noch eine. Ah, wie hast du mich gesehen, du Strolch? Sittenstrolch. Der andere hat mich auch gesehen, aber. Oh nein! Sie haben ihre Homies gerufen. Weg mit ihr. Aber. Mein Problem ist jetzt, das ist mir auch beim. Ich habe das hier schon mal gemacht. Ich habe, das erste Kapitel von Slide 2 schon mal gespielt bzw. aufgenommen. Aber da ich benutze ein anderes Aufnahmeprogramm, weil ich ja von der Konsole direkt aufnehme. Und da muss man, nimmt man quasi, oder kann man einstellen, wie laut der Sound vom Mikro ist und wie laut der Sound vom Ingame ist. Und da hatte ich einfach einen viel zu lauten Mikrosound. Das heißt, mein Mikro war extrem übersteuert. Deswegen nehme ich das einfach gerade nochmal auf. Und da ist es mir tatsächlich auch passiert, dass ich eine fucking Flasche übersehen habe. Und es ist immer die letzte Flasche. Du findest alle Flaschen im ersten Anlauf und dann ist da diese eine Flasche, die du nicht findest. Und ja, an diesem Punkt sind wir jetzt auch wieder. Das heißt, ich laufe jetzt hier mal rum und achte mal auf ein leises Klimpern von der letzten verdammten Flasche, die mir fehlt. Ich höre was. Das ist sehr gut. Da unten. Ah, auf den Booten. Wow. Das war knapp. Dann werde ich im Wasser gelandet. Mit dem letzten Hinweis sollten wir den Code für den Safe knacken können. Dann wollen wir mal sehen, was sie darin verstecken. Jetzt muss ich nur noch den Safe öffnen. Meinst du jetzt quasi die Antwort auf meine Frage gerade eben, oder was? Was du jetzt so also machst, oder was du jetzt gerade in diesem Moment machen sollst? Ach so, bezüglich dem Studium, okay. Sehr geehrter Herr blub, hier ist Ihr Passwort. Vielen Dank. Upsala. Meine Mutter hatte das gleiche Problem, die muss ja, oder die musste auch Homebanking machen, weil die im Statistischen Landesamt arbeitet. Und die hat quasi eine Mail bekommen, wie das alles funktioniert und so weiter und so fort. Und dann sollte sie auch angeblich eine Mail bekommen haben mit Passwort, die hat sie aber nie erhalten.
Und dann hat sie die ganze Zeit quasi ihren Vorgesetzten angeschrieben und den angerufen, aber er ging nicht ran und die E-Mails kamen wohl auch irgendwie nicht an und was weiß ich nicht noch. Und, oh, man hört jetzt gar nicht die Nachtclub-Musik, das ist natürlich ein bisschen weird. Ja, und im Endeffekt war es dann so, dass sie die Mail vorgestern bekommen hat, aber ab nächster Woche fangen die wieder so ein bisschen an, da zu arbeiten. Halt in getrennten Büros, damit nicht mehr als ein Mitarbeiter pro Büro da ist, aber sie darf halt wieder hinfahren. Und das ist schon ziemlich lustig, weil, ja, sie hätte eigentlich die ganze Zeit arbeiten müssen, aber sie konnte nicht, weil sie das Passwort nicht gekriegt hat. Und, ja, so kann es gehen. Uiuiui. Ja, ich bin auch gleich hier fertig. Gott, wir haben schon 1:32 Uhr. Naja gut, ich befinde mich übrigens zum jetzigen Zeitpunkt in meinem Urlaub. Es ist auch wieder lustig, weil ich Sly 1 in meinem letzten Urlaub aufgenommen habe. Vielleicht schaffe ich ja auch Sly 2 komplett in diesem Urlaub. Wobei ich das glaube ich weniger, weil Sly 2 ist schon länger. Aber mal schauen. Je nachdem, wie viel Zeit ich mir lasse und so weiter. Das eilt ja auch nicht. In der Spätschicht habe ich ja auch immer Zeit aufzunehmen. Na, 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 na. So, hier geht's jetzt. Ist zum einen das Bild, aber das kann ich natürlich nicht mitnehmen. Ja, Dimitri, der hat auch schöne Aquarien hier drin. Sieht wirklich toll aus. Und hier draußen der Teil von seinem Club, da kommt man auch noch später hin in einer Mission mit Bentley, wo man da diese Pfosten sprengen muss, um die Disco-Kugel da von der Decke runter zu ballern. Ja. Wenn mich meine Rechenkünste nicht trügen, ist der Code für Dimitri Safe 231. Ja, bei Sly 2, da gefällt mir das alles ein bisschen besser als bei Sly 1. Weil bei Sly 1 war es so, das war quasi ein Crash Bandicoot-Klon in dem Sinne. Nur halt mit einer etwas anderen Prämisse. Und Du Sly hast 2 den ist so ein bisschen eigener. K.O.-Spruch erhalten. Und es geht ja größtenteils in Sly darum, so Raubüberfälle zu planen und vorzubereiten und so weiter. Und das bringt halt der zweite Teil, bringt das halt so viel besser rüber, als es der erste getan hat. Und wir haben den K.O.-Sprung bekommen. Und mit dem können wir Gegner betäuben. Das ist sehr praktisch im Kampf. Hoffentlich entdecken die mich hier nicht. So, ich gehe mal hier oben rum, ne? Und dann gehe ich nochmal zurück ins Versteck. Und dann machen wir auch schon Schluss für heute. Da haben wir quasi die Flaschen plus Inhalt des Safes in einer extra Aufnahme. Das ist sehr schön. Es freut mich auch, dass du wieder dabei warst. Was denkst du, warum ich immer hier im Call bleibe? Es sorgt immer für interessante Abwechslung, wenn du dann irgendwie beitrittst. Und beim letzten Mal haben wir geredet über irgendwelche Spiele. Wie hieß es nochmal? Ich vergesse immer den Namen von dem Spiel. Dieses Rollenspiel, wo du sagst, dass du das alle paar Jahre mal spielst. Ja, genau, darüber haben wir beim letzten Mal geredet. Das weiß ich noch. Yeah. Okay, gut. Wir sind wieder im Hauptquartier und beim nächsten Mal geht's dann mit Musik wieder in den Missionen weiter und ja, bis dann und tschüss.